What's up, Freedom BMX Zuschauer? Wir sind hier heute am Nuttenpark in Stuttgart und filmen für euch ein How-to Nollie Bar Spin. Wenn ihr Bar Spins sicher könnt und Nollies drauf habt, dann ist es irgendwann mal an der Zeit, Nollie Bar Spin zu lernen. Um Nollie Bar Spins zu machen, nehmt ihr euch am besten eine steile Bank, die im Flyout endet, und springt im Nollie raus und versucht einfach mal den Bar Spin in der Luft anzudrehen. Noch einfacher ist es theoretisch über eine Bank Hip, weil ihr da am meisten Airtime habt. Dann könnt ihr ihn schön schmeißen und euch auf die Landung konzentrieren. Der Geheimtipp beim Nollie Bar Spin ist auf jeden Fall, dass ihr, sobald ihr aus dem Nollie rausgepoppt seid, den Barspin sofort werft. Ihr dürft nicht irgendwie zögern oder sonst was, weil dann kriegt ihr ihn nicht rum und das kann böse enden. Am besten springt ihr im Nollie ab und achtet darauf, dass eure Beine komplett durchgestreckt sind, dann sind die nicht im Weg, und den Barspin einfach sofort schmeißen. Da darf man nicht nachdenken, sonst kriegt man ihn nicht ganz rum und verletzt sich die Knie oder sonst was. Swag. Swag. Viele BMX-Fahrer lernen den Barspin und führen ihn rum in der Luft, was am Anfang auch einfacher und kontrollierter eigentlich ist. Aber beim Nollie Bar Spin sollte man ihn schon werfen, weil es sonst zu lange dauert. Beim Nollie Bar Spin dürft ihr euch nicht zu weit nach vorne lehnen, sonst kann es schon scheiße enden. Wenn ihr zu weit nach vorne gelehnt seid, könnte es sein, dass, wenn ihr den Lenker nicht ganz dreht, den in den Bauch bekommt oder nach vorne fliegt. Aber zu weit nach hinten dürft ihr euch auch nicht lehnen, sonst fallt ihr halt nach hinten. Ihr müsst irgendwie die perfekte Lehnung rauskriegen. Beine durchgestreckt lassen. War Bane. Sobald ihr den Nollie Bar Spin dann ins Flyout könnt, könnt ihr ihn ja auch mal über Bank Hips probieren. Oder von Curbs runter. Von Curbs runter müsst ihr den Nollie Pop ein bisschen anders aufbringen, aber das kriegt man je nach Gefühl hin. Und da ist theoretisch auch wieder der Nollie Bar Spin leichter, weil ihr noch mehr Zeit habt, den Bar Spin zu drehen. Wenn ihr Nollie Bar Spins dann richtig gut könnt, dann könnt ihr auch mal andere Variationen probieren, wie Nollie 180 Bar Spins oder Nollie Opposite Bar Spins. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Tipps weiterhelfen. Am besten, ihr probiert ihn einfach so lange, bis es funktioniert. Ihr könnt mich ja auf YouTube in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr ihn geschafft habt. Ja, Smiles Rides Bikes, Freedom BMX. We out here.